Nie erschien Amerika stärker, beliebter, größer als in der Stunde seiner Prüfung. Als die Nachricht von der Vernichtung des World Trade Centers in Europa eintraf, versammelten sich die Massen vor dem Brandenburger Tor. Sie wollten ihre brüderliche Verbundenheit mit der Supermacht bekunden, der die Deutschen so viel verdanken. Der deutsche Bundeskanzler stellte sich resolut auf die Seite des großen Verbündeten. Meine Damen und Herren, ich habe dem amerikanischen Präsidenten das tief empfundene Beileid des gesamten deutschen Volkes ausgesprochen. Ich habe ihm auch die uneingeschränkte, und ich betone die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesichert. Die NATO erklärte laut Artikel 5 ihrer Satzung den Kriegszustand und engagierte sich im Kampf gegen den Terrorismus. Erste Aufgabe der westlichen Verbündeten war es, den heimtückischen Gegner in seiner zentralen Bastion zu treffen. In den afghanischen Ausbildungslagern der Taliban. Dort, so war man überzeugt, wurden die Terroristen geschult und im Sinne eines koranischen Fanatismus indoktriniert. Als zentrale Figur der Verschwörung, als Verkörperung des Bösen, wurde der Partisanenführer Osama bin Laden zur Liquidierung freigegeben. Jenseits der zerklüfteten Gebirgswelt des Hindukusch richteten sich die Blicke der Nachrichtendienste jedoch auf konspirative Kreise in Saudi-Arabien, von wo die meisten Attentäter von 9/11 kamen. Schließlich entstammt Osama bin Laden einer der reichsten und angesehensten Familien dieses Königreichs. Die Strafaktion ist wie ein Gottesgericht über die Taliban hereingebrochen. Mit Unterstützung Russlands und der zentralasiatischen GUS-Staaten machte sich die sogenannte Nordallianz auf den Marsch nach Kabul. Getragen wurde dieser Gegenschlag vor allem vom Volk der Tadschiken. Das Unternehmen Enduring Freedom, dauerhafte Freiheit, war von den amerikanischen Stäben meisterhaft geplant. Vor allem die ausländischen Freischärler, die der Organisation Al-Qaida zugerechnet wurden und die sich dem weit überlegenen Gegner frontal entgegenstellen wollten, wurden in kürzester Frist aufgerieben. Die schwer angeschlagenen Taliban flüchteten ins unwegsame Gebirge. Niemand zweifelte mehr an dem strahlenden Sieg, den Präsident Bush am Hindukusch errungen hatte. Diverse NATO-Staaten, vor allem auch die Deutschen, stellten die sogenannte ISAF-Truppe zusammen, die im Auftrag der UNO Stabilität und Sicherheit herstellen sollte. Beunruhigend blieb die Situation lediglich im äußersten Süden, längs der pakistanischen Grenze. Dort stifteten Überreste der Taliban, Stammeskrieger und Eiferer von Al-Qaida weiterhin Unruhe. Osama bin Laden war der Verfolgung entkommen. Vergeblich gingen die Monsterbomben der US Air Force über seinem angeblichen Versteck im Tora Bora Gebirge nieder. Das Ende des Kalten Krieges hat die NATO ihres Feindbildes beraubt und vielleicht auch ihres Sinns. Aber Präsident Bush hat einen neuen Gegner gefunden, den internationalen Terrorismus. Und es bedurfte der Aussage des Sicherheitsberaters Präsident Carstens, Brzezinski, um festzustellen, dass der Terrorismus kein Feind sein kann, sondern eine Form des Kampfes. Der Terrorismus ist die Strategie der Schwachen.
Es stand ja auch von Anfang an fest, dass George W. Bush weit größere Ziele verfolgte als die Niederwerfung der Taliban. Er hat neuerdings eine Erklärung abgegeben, die auch die Europäer stutzig machen sollte. Er hat gesagt, dass es gilt, den islamischen Faschismus als Feind der Freiheit zu vernichten. Und diese Aussage dürfte bei 1,3 Milliarden Muslimen rund um die Welt als Herausforderung und als tiefe Beleidigung empfunden werden. Als erster geriet Saddam Hussein, der Diktator des Irak, in die Schusslinie Amerikas. Dieser babylonische Despot stand im Verdacht, über Massenvernichtungswaffen zu verfügen. Obwohl Saddam Hussein einer säkularen und national-arabischen Partei, der Baas, vorstand, wurde ihm Komplizenschaft mit den Islamisten von Al-Qaida unterstellt. Präsident Bush und die Neokonservativen in Washington wollten mit martialischen Sprüchen in Mesopotamien einen Leuchtturm der Demokratie errichten. Man versprach sich davon einen Domino-Effekt auf die übrigen Staaten des Orients gemäß den amerikanischen Vorstellungen von Freiheit und Menschenrechten. America will act deliberately. America will act decisively. Doch dieses Mal gelang es den USA nicht, ihre Verbündeten einheitlich für den Krieg im Irak zu mobilisieren. Wir lehnen ein militärisches Vorgehen gegen den Irak ab. Und die ganz normale Konsequenz ist, dass deutsche Soldaten sich an Kampfhandlungen nicht beteiligen werden. Der amerikanische Präsident und sein gefügiger Gefolgsmann, der britische Premierminister Tony Blair, waren zum Feldzug entschlossen und schlugen alle Warnungen der eigenen Geheimdienste in den Wind. Außenminister Colin Powell führte im Weltsicherheitsrat angebliche Laboratorien für bakteriologische Kriegführung vor, vor denen er später schamvoll bekannte, dass sie gefälscht waren. Ohne Mandat des Weltsicherheitsrates begann im März 2003 die Operation Iraqi Freedom. Wieder einmal holten die amerikanischen Streitkräfte zu einem erstaunlichen Blitzkrieg aus. Trotz schwerster Wüstenstürme erreichten sie binnen zwei Wochen die irakische Hauptstadt. Seltsam berührt waren die Militärexperten von der Tatsache, dass die irakische Armee, sogar die Prätorianer Garde Saddam Husseins, sich dem Kampf verweigerte. Ihre Divisionen lösten sich sang- und klanglos auf. Der Triumph und der Jubel im Westen überschlugen sich, als die US Marines Bagdad besetzten und eine Anzahl von Exilpolitikern als ihre Statthalter einsetzten. Vor allem hatten sich die großen Ölkonzerne der USA den exklusiven Zugriff auf die ungeheuren Petroleumreserven des Irak gesichert. Das Erwachen aus diesem schönen Traum war brutal. Auf einen Schlag brach in Bagdad das Chaos aus. Nicht nur die irakische Hauptstadt wurde von der hysterischen Raserei der Massen von einer Welle wahlloser Plünderung und Verwüstung heimgesucht. Das ganze Land versank in Anarchie. Die amerikanischen Besatzer, deren Aufgabe es gewesen wäre, über die Ordnung zu wachen, sahen diesem Sturz in den Abgrund tatenlos, beinahe hämisch zu. Die bislang passive Haltung der arabischen Bevölkerung, die der enthemmten Kriminalität schutzlos ausgeliefert war, schlug plötzlich in Feindschaft und Wut um. Ein verbissener Widerstand, mit dem im Pentagon wohl niemand gerechnet hatte, brach völlig überraschend bei den Sunniten aus. Handelte es sich um letzte Anhänger des Saddam-Regimes?
Waren es islamistische Fanatiker? Oder lehnte sich das Volk in nationaler Abwehr gegen die fremden und ungläubigen Besatzer auf? Die Sunniten des Irak, die nur 20% der Gesamtbevölkerung ausmachen und durch Saddam Hussein wurden, fürchteten um ihre privilegierte Sonderstellung. Die Schlacht um die Stadt Fallujah wurde zum Symbol einer strategischen Wende. Vergeblich versuchten die US Marines, diese Hochburg sunnitischen Widerstandes dauerhaft zu erobern. Am Todesmut der islamischen Gotteskrieger, die nunmehr die Führung des Dschihad übernahmen, kam der Mythos amerikanischer Unbesiegbarkeit zu Schaden. Die mit modernster Technologie ausgerüsteten GIs sahen sich den Tücken des asymmetrischen Krieges ausgesetzt. Die Soldaten aus USA begegneten den Ehrbegriffen der muslimischen Bevölkerung, ihren Sitten und Tabus mit Unverständnis und Brutalität. Ein unüberbrückbarer Gegensatz der Kulturen tat sich auf. Es waren nicht nur die abscheulichen Folterszenen und sadistischen Exzesse durch das amerikanische Wachpersonal von Abu Ghraib, die in der ganzen islamischen Welt unbändigen Hass und den Wunsch nach Vergeltung schürten. Die tägliche Demütigung, die sich in den entsetzten Gesichtern der Frauen und Kinder spiegelte, verlangte nach Blutrache. Selbst die europäischen Alliierten waren zutiefst geschockt durch diesen Verrat der westlichen Führungsmacht an ihren eigenen Idealen. In mystischer Undurchdringlichkeit vollzog sich unterdessen die politische Entwicklung der schiitischen Glaubensgemeinschaft, die mehr als 60% der irakischen Bevölkerung ausmacht. In ihren heiligen Städten von Najaf und Karbala trauern die Gläubigen der Partei Alis, der Shi'at Ali, um ihre ermordeten Imame. Seit Jahrhunderten wurden sie unterdrückt durch die sunnitische Herrscherschicht und fanden Zuflucht im Kult eines kollektiven Martyriums. Der schiitische Klerus verfügt im Gegensatz zu den Sunniten über eine strikte Hierarchie. Im Irak liegt die letzte geistliche und wohl auch politische Entscheidung bei Groß-Ayatollah Ali Sistani, der sich von der Öffentlichkeit fernhält und alles andere als ein Revolutionär ist. Die List Sistanis und seiner Ratgeber bestand darin, nicht gegen die verabscheuten amerikanischen Eindringlinge den Heiligen Krieg auszurufen, sondern sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Sistani forderte die Anwendung der demokratischen Spielregeln des Westens, das heißt freie Wahlen nach dem Prinzip One Man, One Vote. In Washington hatte offenbar niemand damit gerechnet, dass bei einem solchen Urnengang die schiitische Wählerallianz die eindeutige Mehrheit erringen würde. Von nun an entstand im Parlament von Bagdad eine klare Vorherrschaft der schiitischen Abgeordneten. Und diese hegen die Absicht, einen islamischen Gottesstaat zu gründen. Im Irak wurde die Büchse der Pandora geöffnet. Unversehens geht es nicht nur um den Kampf gegen die amerikanischen Eroberer und Kreuzzügler, wie man sie nennt. Aufgrund der sich häufenden Selbstmordattentate verschanzen sich die US-Streitkräfte ohnehin mehr und mehr in ihren festungsähnlichen Basen. Der uralte Gegensatz zwischen Sunniten und Schiiten
steigerte sich gleichzeitig zu einem mörderischen Bürgerkrieg, der sich jeder Kontrolle entzieht. Seitdem wartet der Irak im Blut der Sektierer. Anfangs hat in der großen südlichen Hafenstadt Basra das britische Kontingent für relative Ordnung gesorgt und Kontakt zu den Einheimischen gehalten. Heute wird auch diese petroleumreiche Region von religiöser Unduldsamkeit und kriminellen Übergriffen heimgesucht. Am Shatt el-Arab hat selbst die koloniale Erfahrung der Engländer versagt. Mit großem Propagandaaufwand versprach die amerikanische Administration, durch den Aufbau einer irakischen Nationalarmee und starker Polizeikräfte die verzweifelte Lage in den Griff zu bekommen. Diese Rekrutierungsszenen gaben zumindest gute Bilder für das Fernsehen ab. In Wirklichkeit stellen diese Hilfskräfte unter Führung ehemaliger Offiziere Saddam Husseins ein zusätzliches Risiko dar. Von der Bevölkerung gefürchtet sind vor allem jene irakischen Sicherheitsorgane, die aus gutem Grund nur maskiert auftreten. Kriminelle Übergriffe der Polizei sind an der Tagesordnung. In dem jungen Kleriker Muqtada al-Sadr ist der schiitischen Glaubensgemeinschaft eine kämpferische Führungsgestalt erstanden. Vor allem bei den Jugendlichen und bei den Armen sammelt er seine Gefolgschaft. Parallel zur Miliz dieses Sohnes eines hochverehrten Großayatollahs, der Jaish al-Mahdi, greifen die schiitischen Badr-Brigaden ein, wenn es gilt, den Ausschreitungen der sunnitischen Killerbanden mit gleicher Härte entgegenzutreten. Diese operierten bislang unter Anleitung des Jordaniers Zarqawi. Ein schicksalhafter Kampf um die Zukunft des Islam zwischen Afghanistan und dem Mittelmeer zeichnet sich ab. Der schiitische Widerstand ist eindeutig auf die Islamische Republik Iran ausgerichtet, während ihre sunnitischen Todfeinde der Salafia in Saudi-Arabien Unterstützung finden. Beglückwünschen können sich die Amerikaner lediglich zur Situation in Irakisch-Kurdistan. Dort hat sich seit 1992 de facto eine Abspaltung vom Irak vollzogen. Mit eigener Regierung unter Präsident Massoud Barzani und einer eigenen Armee. Im Regierungssitz Erbil, wo keine irakische Flagge mehr wehen darf und kein irakischer Soldat zugelassen wird, zögert Massoud Barzani jedoch, die volle Unabhängigkeit zu proklamieren. Als Kurden, so sagt er, wollen wir nicht der Grund für die Aufspaltung des Irak sein. Aber wenn andere die Teilung verursachen, dann werden auch wir diese Brücke überschreiten. Bis auf Weiteres treten wir für eine föderative Lösung ein. Diese Aussage erklärt sich im Wesentlichen durch die Befürchtung, ein radikal kurdischer Separatismus könne die übermächtige türkische Armee auf den Plan rufen. Schon die kurdische Kadettenanstalt von Saho, unmittelbar an der Grenze zur Türkei, erweckt in Ankara tiefes Misstrauen. Die Überfälle der Aufstandsbewegung PKK haben in Ostanatolien wieder zugenommen, seit der kurdische Nordirak sich verselbstständigt. Die Erben Atatürks, die mit den 15 Millionen Kurden im eigenen Territorium nicht zurechtkommen, bangen um die Zukunft ihres zentralisierten Nationalstaates. Dass Amerika mit den Kurden von Erbil und Süleymaniye sympathisiert, ja im Irak auf sie angewiesen ist,
hat zwischen Washington und Ankara tiefe Gräben aufgerissen. Brennpunkt in diesem zusätzlichen Kapitel der irakischen Tragödie ist die Stadt Kirkuk mit ihren immensen Erdölvorkommen. Um den Besitz von Kirkuk ist der Kampf längst entbrannt. Unterhalb der Zitadelle toben sich die Meuchelmorde und Sprengstoffanschläge zwischen irakischen Kurden, Arabern und Turkmenen aus. In der Parteizentrale der Demokratischen Partei des Präsidenten Barzani herrscht angespannte Alarmstimmung. Die Amerikaner wiederum zögern, die Kontrolle über dieses Petroleumzentrum ihren kurdischen Freunden zu überlassen, weil mit dem massiven Einmarsch der türkischen Armee zu rechnen wäre. Wer heute Kirkuk besucht, lässt sich am besten von bewaffneten kurdischen Peschmerga begleiten. Denn diese Stadt wird von Kurdistan beansprucht. Und die überwiegende Bevölkerung hier ist kurdisch, obwohl Saddam Hussein einen großen Teil davon vertrieben hatte und durch Araber zu ersetzen suchte. Es gibt auch noch eine turkmenische Minderheit, die Unterstützung Ankaras genießt. Und da sich hier in der Region bis zu 40% der Erdölreserven des Irak befinden, kann man sich vorstellen, welche Konflikte noch bevorstehen. In ihrer selbstverschuldeten Bedrängnis versucht die Bush-Administration neuerdings, die Verantwortung für das eigene Debakel im Irak den Mullahs von Teheran zuzuweisen. Seit der schiitische Eiferer und soziale Revolutionär Ahmadinejad 2005 mit massiver Mehrheit zum Präsidenten der Islamischen Republik Iran gewählt wurde, gilt er in Washington als der gefährlichste Brandstifter im ganzen Orient. Das alte Persien wird wieder von einem Mann regiert, der sich auf die kämpferische Doktrin des verstorbenen Ayatollah Khomeini beruft. Auch wenn er in letzter Entscheidung der gebieterischen Weisung des höchsten geistlichen Führers, des Ayatollah Ali Khamenei, untergeordnet bleibt. Seit das Regime von Teheran auf die ihm völkerrechtlich zustehende Anreicherung von Uran nicht verzichten will, ist die berechtigte Befürchtung des Westens, die Iraner strebten den Besitz der Atombombe an, zur Zwangsvorstellung geworden. Das Pentagon arbeitet fieberhaft an Offensivplänen, um die schiitische Regionalmacht in Schach zu halten. Im Weltsicherheitsrat wäre die gebotene Einstimmigkeit für einen Waffengang zweifellos nicht vorhanden. Der Blick über das endlose Häusermeer von Teheran mit seinen 13 Millionen Einwohnern illustriert die Unmöglichkeit, einen Staat in die Knie zu zwingen, der 70 Millionen Menschen auf schwierigem Gelände vereint. Die auf den Heiligen Krieg eingeschworenen Revolutionswächter, aus deren Reihen Ahmadinejad hervorgegangen ist, verfügen gegenüber den USA über ein ganzes Arsenal furchterregender Gegenmaßnahmen. Heute schon besitzen die persischen Streitkräfte weitreichende, präzise Raketen und Lenkwaffen. Das Eindringen persischer Pasdaran in den Irak könnte die dort befindlichen amerikanischen Garnisonen vollends isolieren, ja zu Geiseln machen. Mit größter Sorge blicken die Strategen Washingtons auf den persischen Golf und die Meerenge von Hormuz. Durch diese schmale Fahrrinne bewegt sich der maritime Erdöltransport nicht nur des Irak, sondern des Iran, der Emirate, Kuwaits und vor allem Saudi-Arabiens. Mit dem Einsatz bewaffneter Schnellboote und Kampfschwimmer, mit der Anlage von Minenfeldern, ergänzt durch tief eingebunkerte Raketenstellungen, wäre das iranische Oberkommando in der Lage,
die Enge von Hormuz zu sperren. Die für den Westen unentbehrlichen Riesentanker wären ein leichtes Ziel. Im Extremfall lägen sogar die wichtigsten Erdölreserven, Raffinerien und Verschiffungsanlagen Saudi-Arabiens bei Dahran in Reichweite iranischer Lenkwaffen. Mit verbaler Einschüchterung und halbherzigen Sanktionen wird der Westen bei Ahmadinejad wenig ausrichten können. Der Weg nach Jerusalem führt über Bagdad. Auf Arabisch Tariq el-Quds Tamurubi Bagdad. Das war die Losung, die in den 80er Jahren der Ayatollah Khomeini an seine Truppen ausgegeben hatte, als sie im Gegenangriff gegen die Festungen und Giftschwaden Saddam Husseins in Richtung auf das Heilige Land vorstürmen. Damals ist der Versuch misslungen. Aber heute haben die Amerikaner die Bahn freigemacht, indem sie die Strukturen der irakischen Republik zerstörten. Und jenseits der syrischen Wüste befindet sich ein wichtiger Pfeiler der schiitischen Revolution, die Hisbollah im Südlibanon, die unmittelbar an Israel grenzt. Eine gewaltige Mauer von teilweise 8 Metern wurde in Israel hochgezogen, um die Terrorattentate auf die jüdischen Siedlungen zu verhindern. Tatsächlich sind seitdem die Selbstmordanschläge im Heiligen Land selten geworden. Die Mauer versperrt den Palästinensern den Ausblick auf den Felsendom und die El-Aqsa-Moschee, die zum nationalen und religiösen Symbol ihres Widerstandes wurden. In den Autonomiegebieten wurden freie Wahlen veranstaltet. Wie die israelische Regierung, die über die besten Geheimdienstberichte verfügt, zu der Annahme kam, der gemäßigte Präsident Mahmoud Abbas, der sich hier in die schwarz-weiße Kefie Yasser Arafat hüllt, könnte mit seiner Fatah-Bewegung den Sieg davontragen, bleibt unerklärlich. Stattdessen hat die islamische Hamas-Bewegung einen erdrutschähnlichen Erfolg errungen. Vor diesem Meer von grünen Fahnen, die als Zeichen des koranischen Kampfes hochgehalten werden, kommt man zu dem Schluss, dass wirklich freie Wahlen in den arabisch-islamischen Ländern unweigerlich zur Machtergreifung streng religiöser Formationen führen. Im Orient ist die Demokratie ein zweischneidiges Schwert. Wer redet heute noch von einer Friedenslösung im Heiligen Land? Die jüdischen Siedlungen haben sich östlich von Jerusalem fast bis an das Jordantal herangeschoben. Sie bewirken eine zusätzliche Zerstückelung jener Territorien, auf denen ein hypothetischer Palästinenserstaat entstehen soll. Die rigorosen Straßensperren, die die arabische Bevölkerung einer permanenten Kontrolle unterwerfen, illustrieren die Spannung, die auf der Westbank vorherrscht. Hinzu kommt die hermetische Abkapselung gegenüber dem Königreich Jordanien, auf die Israel niemals verzichten wird. Dadurch werden die Palästinenser zur Isolierung gegenüber der arabischen Welt verurteilt. Im Norden dieser undurchdringlichen Sperrzone am Jordan weitet sich der See Genezareth. Wer beherzigt heute noch die Seligpreisung Christi in der Bergpredigt? Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Plötzlich ist an der Nordgrenze zum Libanon der Krieg ausgebrochen. Durch eine Provokation der schiitischen Hisbollah-Miliz wurde er ausgelöst. Das israelische Oberkommando in Übereinstimmung mit dem Pentagon nutzte den Anlass, um ein vernichtendes Exempel zu statuieren.
Hier fand eine Generalprobe statt für die große kriegerische Auseinandersetzung zwischen den USA und der Islamischen Republik Iran. Es war ein Stellvertreterkrieg, der mehr als 4 Wochen lang zwischen dem Judenstaat und der pro-iranischen Partei Gottes des Libanon ausgetragen wurde. Wider Erwarten hat die schiitische Miliz dem israelischen Ansturm standgehalten. Durch massive Bombardierung mit bunkerbrechenden Waffen wurden nicht nur Stellungen der Hisbollah, sondern die Infrastruktur der ganzen Zedernrepublik zerstört. Es war eine amerikanische Strategie, die sich ausschließlich auf Luftwaffe, schwere Panzer und Technologie stützt. Doch im Ringen um das Dorf Binj Bail, das immer wieder den Besitzer wechselte, kam es zum Nahkampf, Mann gegen Mann. Niemand hatte wohl in Jerusalem damit gerechnet, dass die Hisbollah in der Lage wäre, mit Tausenden von Katyusha-Raketen ganz Galiläa und die Hafenstadt Haifa zu beschießen. Nicht nur das israelische Oberkommando musste am Ende eine ernüchternde Bilanz ziehen. Das ganze strategische Konzept der amerikanischen Supermacht und ihrer Atlantischen Allianz war nunmehr in Frage gestellt. Um zusätzliche Verluste zu vermeiden, traten die israelischen Soldaten Schritt für Schritt den Rückzug auf ihre Ausgangsstellungen an. Plötzlich wurde in Washington und Jerusalem die verpönte UNO zum letzten Rekurs. Ausgerechnet französische Soldaten aus dem alten Europa sollten die Überwachung einer prekären Waffenruhe am Rande ihres einstigen Mandatsgebietes übernehmen. Doch die Blauhelme, die dort stationiert werden, durften kaum reüssieren, wo die israelischen Elitetruppen versagten. Inzwischen ist den arabischen und insbesondere den schiitischen Massen des Orients ein neuer Held erstanden, Sheikh Hassan Nasrallah, der Kommandeur der Partei Gottes, dessen Prestige den Mythos Osama bin Ladens bereits übertrifft. Die Revolution des Ayatollah Khomeini hat am Rande des Mittelmeers ein unerwartetes, mächtiges Echo gefunden. Frivol dagegen wirkt das muntere Freizeitleben, das unberührt von der Tragödie, die sich in Galiläa abspielte, am Strand von Tel Aviv andauert. Ist man sich dort der Tragik der Stunde und der Unlösbarkeit der existenziellen Probleme nicht bewusst? Die Stadt Tel Aviv ist bisher verschont geblieben. Zwar sind hier im ersten amerikanischen Golfkrieg ein paar Scud-B-Raketen Saddam Husseins eingeschlagen, aber die haben wenig ausgerichtet. Die Situation hat sich jedoch total verändert seit dem misslungenen Feldzug im Südlibanon. Die Hisbollah hat bewiesen, dass sie zumindest den Norden Israels und die Stadt Haifa mit ihren Katyusha massiv beschießen kann. Und jedermann fragt sich natürlich hier, über welches ballistische Potenzial die Hisbollah und darüber hinaus die Islamische Republik Iran noch verfügen. Diejenigen, die geglaubt haben, die gemeinsame Aktion Washingtons und Jerusalem im Nahen und Mittleren Osten würde den jüdischen Staat konsolidieren und absichern, haben sich getäuscht. Das Gegenteil ist der Fall. Werfen wir einen letzten Blick auf Afghanistan. Selbst dieses zentralasiatische Land, wo die westlichen Optimisten bereits glaubten, die Partie gewonnen zu haben, ist wieder zum Kampffeld geworden. Wer behauptet, 5 Jahre westlicher Truppenpräsenz hätten in Kabul das Elend der Massen gelindert, der sollte sich diese erbärmlichen Unterkünfte ansehen. Wer behauptet, die Emanzipation der Frauen sei vorangekommen, der beachte aufmerksam die Straßenszenen in dieser angeblich vom religiösen Fanatismus befreiten Stadt. Wer weiß denn schon in den NATO-Stäben,
was wirklich in der Masse von 4,5 Millionen Menschen vor sich geht, die sich in dieser riesigen Talmulde zusammendrängen. An Neubauten fallen vor allem die Betonkuppeln gewaltiger Moscheen und eine islamische Hochschule auf, die nur darauf wartet, neue Koranschüler, neue Taliban heranzuzüchten. Die grotesken Paläste, die sich die Opiumhändler, die Warlords und Kriegsgewinnler im Viertel Sherpur bauen lassen, vertiefen die Wut der Bevölkerung gegen die krasse soziale Ungerechtigkeit. Der Krieg in Afghanistan steht erst in seiner Anfangsphase, sagen die Experten. Schon sind die Straßen der Süd- und Ostprovinzen den Überfällen immer neuer islamischer Widerstandsgruppen ausgesetzt. Die Amerikaner und ihre Verbündeten, die ihre Strategie mehr und mehr auf Selbstverteidigung ausrichten, sprechen bereits von einer Irakisierung des Kampfes am Hindukusch. Noch vor kurzem wurde Präsident Karzai in den westlichen Medien als Hoffnungsträger dargestellt. Inzwischen ist dieser Sohn einer angesehenen Paschtunensippe, der hier in Begleitung des berüchtigten Usbeken-Kommandeurs Dostum auftritt, isoliert, ja verhasst. Der eigentliche Held bleibt in der Erinnerung des Volkes der tadschikische Partisanenführer Ahmed Shah Massoud, der unmittelbar vor der Kampagne Enduring Freedom ermordet wurde. Seine ehemaligen Gefolgsleute, die ihm nachweinen, fühlen sich durch den Opportunismus der amerikanischen Politik beiseite gedrängt, ja verraten. In Regierung und Parlament geben heute die skrupellosen Warlords, die Drogenbarone, bestochene Taliban-Führer, ehemalige Kommunisten und heimgekehrte Emigranten den Ton an. In den nördlichen Provinzen zwischen der chinesischen Grenze am Wakhan-Zipfel und der persisch geprägten Provinz Herat ist es bisher nur zu vereinzelten Anschlägen gekommen. Diese Zone steht unter deutschem Kommando. Aber auch die deutschen Stäbe verfügen über geringe Kenntnis der tatsächlichen Stimmung in der ethnisch gemischten Bevölkerung der Stadt Mazar-e-Sharif. Dort am angeblichen Heiligtum des vierten Kalifen Ali hat wohl erst ein Teil der Bevölkerung wahrgenommen, dass das ursprüngliche Stabilisierungsprogramm der UNO dem NATO-Kommando zugeordnet wurde und somit einem amerikanischen Oberbefehl. Die deutsche Garnison baut ihre Stellungen abseits der einheimischen Wohnviertel beim Flugplatz von Mazar aus, am Rande der Tatarenwüste. Wenn die Patrouillen in die trostlosen Dörfer der Umgebung aufbrechen, fragen sich Offiziere und Soldaten, welche Aufgaben ihnen wirklich gestellt sind. Welche Abzugsmöglichkeiten stehen ihnen im Notfall zur Verfügung, falls der Aufstand der Stämme gegen die bewaffnete Präsenz der Ungläubigen sich auch gegen das bislang beliebte deutsche Kontingent richten sollte? Von Nation Building jedenfalls kann keine Rede mehr sein. Die Deutschen konnten in ihrem Sektor nicht verhindern, dass blindwütige Fanatiker neu gebaute Schulen, vor allem Mädchenschulen, zerstörten. 140 dieser Lehranstalten sind in Afghanistan innerhalb der letzten 6 Monate niedergebrannt worden. Wenn ihr die Opiumpflanzen nicht vernichtet, wird das Opium euch vernichten, steht auf diesem Plakat. Aber in weiten Teilen des deutschen Kommandosektors blühen die Mohnfelder. Im vergangenen Jahr ist die Opiumernte Afghanistans
um 40% auf 4.500 Tonnen angestiegen. Wer dagegen mit militärischen Mitteln vorginge, müsste sich in einen aussichtslosen Kampf gegen eine allmächtige Drogenmafia einlassen. Der Gouverneur der Provinz Balkh, wo sich Mrif befindet, Mohammed Atta, hatte einst wacker gegen die Taliban gekämpft. Aber auch er kann seine Enttäuschung nicht mehr verhehlen. Meiner Ansicht nach, so mahnt Atta, begeht die Regierung einen schweren Fehler, wenn sie heute die Mujahideen, die wahren Widerstandskämpfer von einst, ignoriert. In dem nahen Städtchen Balkh bewegen sich die deutschen Soldaten von Mazar-e-Sharif auf uraltem historischen Boden. Hier hatte Alexander der Große seinen zentralasiatischen Herrschaftssitz errichtet. Hier verkündete rund 500 Jahre vor Christus der Religionsstifter Zarathustra seine Lehre vom ewigen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Die deutschen Soldaten in Nordafghanistan sind aus einer Welt des Wohlstandes, der sexuellen Permissivität, aus einer Welt, die 60 Jahre lang keinen Krieg gekannt hat, plötzlich in eine grausame, archaische Stammesgesellschaft am Hindukusch versetzt worden. Und es ist ganz klar, dass sie damit psychologisch nicht fertig werden. Die deutschen Politiker und die deutschen Medien hatten ihnen ja auch versichert, dass sie in Afghanistan eine harmlose Friedensmission wahrnehmen würden. Aber diese Illusionen sind zerplatzt und die Situation verschlechtert sich von Tag zu Tag. Die jungen Deutschen in der Provinz Balkh sollten auch an einen Satz von Friedrich Nietzsche aus »Also sprach Zarathustra« denken. Und dieses Zitat gilt nicht nur für den Feind, sondern auch für gewisse Verbündete. Die Staaten, so heißt es dort, die Staaten sind die kältesten aller kalten Ungeheuer. Blicken wir doch in die verzückten, aber unglaublich harten Gesichter der Korangläubigen in der Freitagsmoschee von Kabul. Noch wird nicht der Heilige Krieg in der Hauptstadt gepredigt. Aber die Stimmung hat sich zutiefst verändert, seit vor 5 Jahren die westliche Allianz sich um die in ihrem Stolz und in ihrem Ansehen getroffene Weltmacht Amerika scharte und ihr Solidarität bekundete. Bei minimaler Kenntnis von Geschichte und Völkerkunde hätte der amerikanische Präsident von Anfang an wissen müssen, dass sein Abenteuer am Hindukusch auf Dauer zum Scheitern verurteilt war. Dass die Einführung amerikanischer Demokratiebegriffe und Sitten dort als Gotteslästerung empfunden würde und das Ehrgefühl der Stämme verletzt. Von ihrer asiatisch-islamischen Umgebung weitgehend abgeschnitten, stellen sich die Soldaten der Bundeswehr, die in Afghanistan Dienst tun, mehr und mehr die Frage, ob Deutschland tatsächlich am Hindukusch verteidigt wird. Mit bösen Ahnungen nehmen sie zur Kenntnis, welche Kundgebungen des Hasses und der tödlichen Feindschaft sich im ganzen Darul Islam gegen den Hegemonialanspruch Amerikas entladen. Dabei ist es zum Ritual der Eiferer geworden, das Sternenbanner symbolisch zu verbrennen. Man kann nur hoffen, dass die schwarz-rot-goldene Fahne der Bundesrepublik, die den Deutschen so lieb geworden ist, eines Tages nicht ein ähnliches Schicksal erleidet.